Moin Leute, schönen guten Morgen. Was haben wir hier heute? Eine Amazone Primera DMC. Ein Direktsaatgerät. Ganz interessant, wollen wir heute Zwischenfrucht mit drin? Gibt es hier heute eine Vorführung von Amazone? Danach habe ich persönlich gefragt, weil mich das wirklich sehr, sehr interessiert. Und das gucken wir uns jetzt erstmal einmal an, wie das funktioniert, wie das Ding ausklappt, worauf man achten muss und. Dann legen wir mal los. Wir haben hier den Mathis, der wird euch ein bisschen was zu dem ganzen Gerät erklären und dann gucken wir uns das mal an. Genau. Wir stehen hier heute bei einer Vorführung mit einer Amazone Primera DMC. DMC, um den Namen einmal kurz zu erklären, das D steht für Direktsaat, das M für Mulchsaat und das C für Conventional, also Flugsaat. Die Primera DMC kann Direktsaat, sie muss es aber nicht zwingend. Das heißt, optimal für Umstellbetriebe, die jetzt in die Direktsaat gehen wollen. Ja. Wenn man sich die Maschine erstmal anguckt, wir haben hier eine sehr starre Bauweise, also ja, wirklich viel Material eingebaut. Hier diese beiden Doppel-T-Träger als Grundrahmen. Ja, das ist sehr solide, sehr stabil. Und was uns natürlich als erstes auffällt, wenn wir diese Maschine sehen, sie sieht nicht aus wie eine klassische Drillmaschine, sondern wir haben hier keine Scheibenschar, wir haben hier ein sogenanntes Meißelschar. Und dieses Meißelschar hat ja die Besonderheit, dass es nicht wie ein Scheibenschar extrem viel Druck braucht, so bis zu 200 Kilo pro Schar, dass es in den Boden kommt, sondern wir hier mit einem dauerhaften Schardruck von 52 Kilo zurechtkommen. Und ja, dieses Meißelschar, das arbeitet ungefähr mal 1-2 Zentimeter unter der Saatablage, also tiefer gehen wir gar nicht in den Boden ein. Dann sticht es hier vorne, ist natürlich auch gehärtet mit einer Vidia-Platte in den Boden, schmeißt die Erde ein wenig zur Seite und wir erzeugen wirklich einen feinen Horizont, wo wir das Saatgut drauf ablegen können, ohne dass wir Stroh in die Rille mit reindrücken. Also wir haben diesen Effekt des Hairpinnings, den haben wir nicht mehr. Genau, die Erde fliegt dann hier am Schar vorbei und in der Direktsaat, gerade mit dieser Maschine, brauchen wir ein bisschen Geschwindigkeit, denn wir müssen ja Feinerde erzeugen, um das Saatgut auch zum Keim zu kriegen. Die Erde fliegt hier vorbei und wird hier gegen die Reflexscheiben geworfen. Diese Reflexscheiben, die drehen sich und je schneller wir fahren, desto weiter wird die Erde nach hinten geworfen und desto höher ist auch der Krümelungseffekt. Und wenn wir jetzt mal auf schweren Marschböden zum Beispiel sind, dann wirft er natürlich auch Klüten hier so links und rechts so ein bisschen vorbei. Und dann haben wir nochmal diese Stege hier dran, die drücken das dann auch die Kluten ein bisschen kaputt, sodass wir wirklich so einen feinen Horizont schaffen. Und zum anderen dienen sie natürlich, wenn wir jetzt auf gepflügten oder gegrubberten Land fahren, damit das Schar nicht einsinkt, denn wir halten die Höhe über diese Reflexscheiben. Genau, jedes Schar ist einzeln im Parallelogramm aufgehängt. Wir haben immer drei Schare hier pro Steg und wir können diese hinten immer über eine Kurbel einstellen in der Tiefe. Das heißt, wir stellen alle drei pro Balken gleichmäßig damit ein. Ja, genau. Was denn aber gleichzeitig nicht geht, wenn wir... Geht es auch, dass du hast ja wahrscheinlich 25 cm Strichabstand, dass man jede zweite, also alle 50 cm eine gewisse Saat hat und alle dazwischen eine andere Saat? Geht das auch? Also wir haben erstmal jetzt 18,75 cm Reinabstand. Ja. Um das mal eben kurz fertig zu bekommen, wir kriegen das nicht, dass wir jetzt sagen, wir packen hier die Saat rein und da die Saat. Wir haben ein One-Shot-System, das heißt, wir können Tank 1 und Tank 2 zusammenführen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gemenge habe mit kleineren Sämereien und möchte noch eine Erbse dazu packen, dann packe ich die Erbse zum Beispiel in den Tank 2, bringe aber alles durch eine Saatleitung und muss dann natürlich den Kompromiss von der Saattiefe finden. Okay. Ne? Achso, das heißt, wir können nicht sagen, wir machen dieses Bio-Strip-Till oder so. Meinetwegen, jedes zweite Schar hat die Saat und jedes Schar dazwischen hat die Saat. Nee, das können wir nicht. Das können wir nicht, okay. Nee. Genau. Durch diese 18,75 cm ist es uns halt auch möglich, auf Reihenweiten wie 37,5 oder 75 zu gehen, wenn man jetzt zum Beispiel an die Maisaussaat denkt. Und dann legen wir oben in den Verteilerköpfen so Einlegebleche rein und verschließen quasi die einzelnen Reihen. Und wenn man jetzt die Schiene von vorne mal sieht, dann haben wir immer genau dann natürlich zwischen den Scharen hier 75 cm Durchgang. Ne? Immer wenn wir uns jetzt die verschiedenen Balken angucken, haben wir immer zwischen zwei Scharen diese 75 cm. Und dadurch haben wir eigentlich auch einen sehr guten Strohfluss, wenn wir jetzt mal mehr organisches Material haben, das sie dann nicht aufschiebt. Ja. Genau. Dann denke ich, können wir mal zu dem Tank gehen. Der Tank hier, der fasst 4200 Liter. Der große Haupttank ist unterteilt in zwei Tanks. Ungefähr ein Drittel der Größe ist im ersten. Zwei Drittel der Größe ist im ersten und ein Drittel im zweiten. Genau, dann haben wir hinten noch unsere Green Drill verbaut. Wenn wir jetzt noch einen Lichtkeimer mit ausbringen wollen, den können wir hier über unsere Preisschiene dann verteilen und der wird dann hinten leicht eingestriegelt. Genau, die Größe vom Behälter waren ja genau die 4200 Liter, ist natürlich nach oben auch noch erweiterbar, um jeweilig einmal 800 Liter oder 1600 Liter. Dann muss man natürlich aber auch den Kompromiss finden, wie viel Gewicht man nachher dann wirklich auf der Achse haben möchte. Jo, hinten haben wir dann noch den Exaktstriegel verbaut. Den führen wir in der Höhe hier über diese Clips. Die Clips können wir rein und rausnehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehr viel Stroh haben, dann packe ich persönlich jetzt immer ein bisschen mehr Clips rein. Das sieht dann vom Arbeitsbild ein bisschen schöner aus. Man kann die aber auch rausnehmen und dann einfach ein bisschen mehr Bewegung im Boden bringen. Genau, das Abdrehen hier über diese Dosierer, dann machen wir hier unten einfach die Klappe auf, packen unser Schälchen drunter und können dann bequem von außen hier über unser Smart Center abdrehen. Das kannst du noch einmal kurz zeigen, weil das war ganz schön nett, wirklich, muss man sagen. Genau, wir aktivieren einfach im Schlepper die externe Bedienung, müssen dann gar nicht mehr in die Maschine gehen, drehen alles von außen ab. Das heißt, wir können Tank 1, Tank 2 und auch die Green Drill bequem hier von draußen abdrehen. Ist einfach mit Magneten festgemacht, können wir auch mit rumnehmen, da wo wir dann abdrehen wollen. Einfach und gut gemacht. Genau. Wenn wir jetzt nochmal nach hinten gucken, dann haben wir hinter dem Exaktstriegel auch noch den Rollenstriegel. Oftmals ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt an eine späte Weizenaussaat nach Rüben auf schwerem Boden denkt, dann kann es ja mal passieren, dass solche Rollen auch den Weizen wieder mit nach oben holen. Und das hier einfach gelöst, dann ziehen wir einfach die Bolzen, stecken die hier oben in das Loch und der Rollenstriegel bleibt oben und wir arbeiten nur noch mit dem Exaktstriegel. Das ist, ja, Vorauflaufmarkierer sind optional. Ja, und ansonsten, denke ich, ist das der grobe Überblick. Schön. Jo. Dann legen wir mal los. So, dann haben wir erstmal die Erklärung. Jetzt gehen wir da erstmal rein, gucken uns das Ding von innen an. Was finden wir hier überhaupt vor? Wir haben hier Weizen geerntet, Stroh ist beräumt und haben gestern Mist gestreut. 10 Tonnen auf dem Hektar liegen hier nochmal Mist. Und dazwischen wollen wir jetzt die Zwischenfrucht einbringen. Bodenfeuchte ist noch ganz gut. Wie ihr seht, ist ungefähr in 3 cm wiederzufinden. Also von den Bedingungen haben wir jetzt hier nicht das Schwerste für die Maschine. Aber ihr seht selber, die Flächen sind ein bisschen ausgegrünt jetzt von der Trockenheit. Danach kam wieder der Regen. Ich habe aber noch einen Hektar extra Stroh häckseln lassen. Da lassen wir das Ding auch nochmal fahren und gucken uns das an, wie es da aussieht. Ja, jetzt gucken wir einmal die Ablagetiefe an. Sind jetzt 200 Meter ungefähr gefahren. Der Boden ist noch schön feucht. Der Boden ist auf jeden Fall feucht. Aber immer schwierig, was zu finden hier mit dem Feinsämereien. Ich habe immer einen Wolf gesucht bisher.
Das ist zu tief, guck mal. Ich hatte eben gerade eine hier auf halber Höhe. Okay, ja, dann stellen wir bei 4 cm ungefähr. Da, guck mal, da unten. Ja, Licht. Das liegt an den Erbsen, die wir letztes Mal damit gedreht haben. Ja, ist zu tief. Stellen wir flacher. Ja, wenn wir uns das jetzt hier erstmal schon mal angucken. Stoppeln ist großteils noch ein bisschen vorhanden. Ein bisschen was. Ja, also auf jeden Fall stehen. Einige sind natürlich jetzt rausgerupft, ganz klar, weil da rollen ja Schare durch. Ist ja ein bisschen anders bei Scheibenscharen. Hier, wenn man so sieht, ja, ein bisschen Material ist auch manchmal aufgeschoben, habe ich jetzt eben gesehen, wenn er fährt. Also hier so hier, aber das ist ja nicht weiter wild. Sieht auf jeden Fall cool aus. Mal gucken, er stellt jetzt gerade da vorne ein bisschen höher. Weil er sagt gerade, er war beim Kunden. Da war extrem viel Stroh. Und das wollten die da ein bisschen tiefer packen mit den Erbsen. Und dann stellt man immer drei Blöcke stellt man dann hoch, richtig? Genau, also wir immer, wir sehen ja hier diesen Balken, wo quasi die Schare dran geschraubt sind. Und dann stellen wir mal einen gesamten Block über die Spindel ein, ne? Ja. Jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, die nicht so viel Erfahrung mit Direktsaat haben, ja, das ist ja doof, warum kann man nicht das komplette Gerät mit einer Höhe einstellen? Tatsächlich ist es bei der Direktsaat so gewünscht, da geht es teilweise so weit, dass wir jedes Schar einzeln die Tiefe einstellen können. Warum? Ja, wir haben Schare, die laufen hinterm Trecker, wir haben Schare, da läuft ein bisschen das Rad vorweg, wir haben Schare, da läuft vielleicht immer, wenn wir Control Traffic fahren, läuft da immer der Mähdrescher durch. So, und dann haben wir immer andere Bedingungen und auf die wollen wir reagieren. Deswegen ist es teilweise so, dass wir so viel verschieden wie möglich oder beziehungsweise ja, so viel einzelne Schare wie möglich bewegen wollen oder beziehungsweise einstellen wollen. Also das ist gewünscht, Leute. Der Hersteller könnte sicherlich anders haben oder anders bauen, aber wir Praktiker, wir möchten das gerne so. So, dreht jetzt erstmal ein paar Bahnen, damit ich jetzt ein paar Aufnahmen machen kann. So wie ihr seht, hier ist noch so ein bisschen, seht ihr ja selber, hier kommt so ein bisschen Verkrautung, kommt von alleine jetzt mit der Zeit. Was heißt mit der Zeit, ne? Das kam ja schon, als der Weizen noch nicht mal gedroschen war. Einfach, ja, ihr könnt euch das vorstellen, der Weizen vertrocknet ja, ne? Ist ja kein Wasser da. Den gibt es so ein bisschen Risse im Boden. Dadurch kommt dann so Licht rein und wenn dann einmal wieder kurz Regen kommt, dann hat das Kraut sozusagen oder auch das Ungras alle Möglichkeiten. Das heißt, sie hat einmal diesen Lichtimpuls gekriegt, einmal Feuchtigkeit, fängt dann an zu wachsen und dann ist ja letztendlich auch kein Getreide mehr entsprechend groß obendrauf, damit die Pflanze da sich nicht weiterentwickeln kann. Versteht ihr? Also wäre jetzt da nach wie vor ein Getreidebestand obendrauf, würde keiner dieser Impulse stattfinden und es würde zu keiner so großen Verkrautung kommen oder ja, die Pflanze würde sich nicht so entwickeln. Wir haben hier zwar vor einer Woche gedroschen, aber ja, ich sag mal, das meiste an den Kräutern war schon vorher da. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, ein paar kleine Steine werden hier auch hochgeholt. Da müssen wir dann noch mal ein bisschen nachsammeln, aber das ist natürlich auch irgendwie ein interessanter Aspekt. Ich bin nun mal hier, auch gerade hier auf dem Stück, ist das steinreichste überhaupt. Also hier sammeln wir immer so 2 Tage drauf, sind 23 Hektar. Und da sind mords viele Steine drauf. Ja, von daher ist das so, je weniger man da im Boden rumgräbt, je weniger holt man auch raus. Ne? So, was verspreche ich mir von dem Ganzen natürlich jetzt hier? Ne? Ja, wir haben natürlich jetzt hier schön Organik an der Oberfläche. Man sieht das jetzt auch hier durch den Mist, der jetzt hier so liegt. Also mehr als 10 Tonnen geht ja auch nicht, ne? Also ich bin düngebilanztechnisch nach oben begrenzt. Also klar würde es dem Acker jetzt gut tun, wenn hier 40 Tonnen liegen würde. Machen wir uns nichts vor. Das würde dem ungemein gut tun. Das wäre so ein richtiger Vitalboost. Aber wir dürfen das nicht. Und aus fachlicher Sicht mit dem Stickstoff muss man sagen, ja, 40 Tonnen wäre jetzt auch nicht gerade angebracht. 20 Tonnen könnte man noch verkraften. Das nimmt die Zwischenfrucht problemlos alles auf. Geht ja eigentlich nur um Stickstoff. Alle anderen sind ja nicht waschbar oder auswaschbar. Und bei Mist ist es ja sowieso, dass das alles so ein bisschen fester liegt. So,
Jetzt gucken wir mal, ob wir die Saat nochmal hier finden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, so viel feine Saaten, ne? Aber hier seht ihr auch, hier ist so ein bisschen der Boden ein bisschen leichter und ihr seht auch, wie schnell der hier an Feuchtigkeit verliert. Deswegen ist das auch wichtig, dass wir hier schnell eine Pflanze rüberkriegen, die hier beschattet. Ah, ist schwierig zu finden. Also feine Saaten sind wirklich sehr, sehr schwer zu finden. Da muss ich näher sonst mal einen Schieber mitbringen, das mal richtig aufkratzen. Gucken wir nochmal hier. Das ist schwierig zu finden, wo hier überhaupt ein Schaf war, ne? Ja, ich glaube, ich muss nachher mal mit dem Schieber gucken. Sonst ist das hier wirklich schwer zu finden, wo hier was ist. Ich meine, wir haben auch ein, zwei Erbsen bei. Aber dann wäre natürlich ein Glück, wenn wir jetzt ausgerechnet die Erbsen hier finden. Ne, ich glaube, ich finde nichts. Ich finde nichts. Ne, ich muss noch mal gleich gucken, wenn er gleich an mir vorbeifährt. Müssen wir genau gucken, wo mal ein Schar ist. So, weiter geht's. Da vorne fährt er. Also mit 6 Meter. Und ja, er fährt jetzt ein bisschen langsamer, weil wir haben viele hier dieser Steine. Und die holt er so ein bisschen an der Oberfläche. Das sind die, die die Tigerdrill da im Herbst wieder versteckt hatte. Natürlich werden hier Steine gesammelt, aber ihr seht ja selber, wenn die dann Erdboden gleich liegen. Jetzt haben wir natürlich wieder hier ein paar Steine, die wollen wir jetzt Montag sammeln. Montag, Dienstag ungefähr. Das ist, glaube ich, noch rechtzeitig. Dann sollte noch nichts hochkommen. Was man natürlich sagen muss für die richtigen Direktseher, ne? Also erstmal müssen wir erklären, Leute, was ist eigentlich Direktsaat? Ich lese es immer wieder in den Kommentaren, dass dann geschrieben wird, deine Tigerdrill kann doch auch Direktsaat und so. Viele Leute denken fälschlicherweise, Direktsaat heißt Drillen und Bodenbearbeitung in einen Arbeitsgang. Aber das ist ja gar nicht so, sondern Direktsaat heißt, man sieht direkt in den Boden und das Ganze mit minimalster Bodenbewegung bzw. gar nicht. Der absolute Wunschtraum eines Direktsehers ist, dass so wie es aussieht, da drinnen ein Korn platzieren und wieder zu. Also ohne überhaupt eine Bewegung. Das macht ja zum Beispiel die Novak mit ihren Scheibenschar. Die schneidet einmal ein, hier so, appliziert die Saat so ein bisschen unten in den Boden rein, fertig. Mehr macht die gar nicht. Warum? Ja, man will das Bodenleben unterstützen und eigentlich so, ja, so das nach darstellen oder das nachbauen, was die Natur ja macht. In der Natur gibt es ja nichts, was in die Pflanze oder in die Umwelt eingreift und das alles durchmischt. Das gibt es in der Natur nicht. In der Natur stirbt das Material ab, so schichtweise, dann wird es ja wieder ausgesetzt, neue Pflanzen wachsen dadurch, durch das abgestorbene Material. Und das ist Direktsaat, Leute. Direktsaat ist ohne Bodenbearbeitung einfach sehen und ja, wie gesagt, mit möglichst wenig Bodenbearbeitung. Man muss aber auch sagen, das ist für die Drillmaschine teilweise auch das schwierigste und anspruchsvollste Verfahren. Warum ist das so? Gut, hier haben wir Bedingungen, die gehen, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas nur hätten, so sieht das Material nach der Ernte aus, dann wird meinetwegen noch gehäckselt und da soll jetzt eine Saat erfolgen. Und das ist so schwer für die ganzen Hersteller, irgendwas hinzubekommen. Haben wir einen Scheibenschar, was hier durchschneidet, gibt es das sogenannte Hairpinning. Was macht das Hairpinning? Ja, das sozusagen, ihr könnt euch vorstellen, das Scheibenschar schneidet in den Boden und nimmt so das Stroh mit rein. So und so, ne, weil es nicht richtig durchgeschnitten ist. Und darauf liegt am Ende das Saatkorn. Da so drauf. Das ist das sogenannte Hairpinning. Und das ist das Schlimmste überhaupt, weil dann hast du keinen Bodenschluss an der Saat. Und dann läuft die nicht auf. So, dann gibt es ganz interessante Techniken, die machen es hier mit einem Schar, sagen sozusagen, die räumen da einmal durch, sehen da direkt rein, indem man auch sagt, das ganze Material ist ja eine Oberfläche und das Schar läuft in der Erde, hat man zwangsläufig das Hairpinning nicht, weil einmal kurz das Stroh weggeräumt wird. Der Nachteil natürlich, es findet mehr Bodenbewegung statt. Das ist nun mal so gegenüber einem Schar, gegenüber einem Scheibenschar. Man muss hier aber auch sagen,
Vom Preis her ist das für den Einstieg einer Direktsaat gar nicht schlecht und zum Ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, ist ein gutes Mittelding. Ne? Jetzt kommen wir zu meiner Drillmaschine. Ich habe ja eine Tiger-Drill, also ich grubber und drill dann. Dann haben wir natürlich deutlich mehr lose Erde und können dadurch ja ein bisschen besser aussehen, oder beziehungsweise das Gerät arbeitet dadurch ein bisschen besser, ne? Weil es nicht die ganzen Probleme hat mit Stroh und. Ich will es auch versuchen mit meiner Tiger-Drill ohne den Grubber. Ich kann ja auch nur die Drillmaschine runterlassen zu drillen. Aber die Problematik wird sein, dass wir wahrscheinlich nicht richtig den Schlitz zubekommen. Dass wir den Schlitz aufmachen und dann liegt eventuell die Saat da oben drauf. Das ist die Problematik, die wir da hätten. Ja, da müssen wir ein bisschen viel rumprobieren, viel experimentieren, dass wir das hinbekommen. Der weitere Schritt, oder beziehungsweise es gibt drei grobe Verfahren, wo man sagen kann, das sind die verschiedenen Aussaatvarianten. Die Direktsaat, das ist im Prinzip das Verfahren hier. Dann gibt es die Mulchsaat, da könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt hier mit der Scheibenecke rüberfahrt mit dem Grubber, Erde und Organik, also Oberfläche, das Stroh und die Erde mischt, dann habt ihr diese Mulchschicht. Und wenn ihr da reindrillt, dann ist es die Mulchsaat. Das gibt von verschiedenen Bearbeitungsrichtungen, aber hauptsächlich geht es darum, wenn Erde mit Organik oder mit dem oberflächlichen Material gemischt wird, dann habt ihr Mulchsaat. Und dann gibt es Pflug, den Pflug. Wenn der pflügt im Prinzip und dreht einmal komplett den Boden. Der nackte Boden ist dann an der Oberfläche und die ganze Organik, die ganze Schicht liegt sozusagen in einer Matte da unten drinne. Da gibt es ja Betriebe zum Beispiel wie ich. Ich fliege 20 Jahre nicht mehr. Ja, warum? Das ist eine Philosophie. Das ist, wie einige Leute sagen, sie trinken keinen Alkohol mehr oder sie essen kein Fleisch mehr. Ist das auch eine Lebensphilosophie? Bei mir ist das auch eine Betriebsphilosophie, nicht zu pflügen, weil Pflügen halt den Boden schädigt. Also die Struktur des Bodens, das Bodenlebewesen leidet darunter. Pflügen hat auch Vorteile, klar. Alle Systeme haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Und im Endeffekt versucht man das für seinen Betrieb, das Beste und das für sich Beste rauszufinden und das auch so zu machen, was für seinen Betrieb oder das Beste und das Interessanteste ist. So, genau. Was wir aber hier natürlich den Vorteil haben, wir haben jetzt hier im Prinzip diese ganze Organik, das ganze Material. Es bleibt jetzt hier an der Oberfläche und jetzt machen sich Mikroben bei und fangen an, das zu zersetzen. Regenwürmer, kleine Käfer, ne, ihr seht ja selber, also das ist ja wie hier diese kleinen Röhrchen, das ist ja alles wie ein kleines Insektenhotel. Auch das hier noch alles. Und jetzt kommt hier langsam die Zwischenfrucht durch und dann beschattet sich das Ganze. Das heißt, das wird dann auch immer feucht und bleibt dann auch immer feucht, sodass sich auch Pilze und alles sowas ansiedeln kann. So wie es in der Natur ja auch ist. So möchten wir das hier auch machen. So. Und dadurch vermehren wir natürlich auch mehr das Bodenleben. Wir schonen damit so ein bisschen die Insekten oder wir fördern damit die Insekten. Auch die Pilze und all das, was wir so haben in der Natur, das ist sozusagen ja, gewollt. Und da geht es im Prinzip so immer mehr hin, dass wir so wieder, beziehungsweise ich mache es schon seit Jahren, eigentlich so arbeiten wie das, was in der Natur eigentlich auch passiert. Also, ne? Pflügen gibt es nicht in der Natur. Da gibt es keinen Prozess, der dem Pflügen ähnlich kommt. Genau. Nebenbei sparen wir natürlich auch ein bisschen Diesel. Das ist natürlich auch ein guter Effekt. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Verbrauch ist. Ich würde jetzt sagen, wir sparen so 6-7 Liter auf dem Hektar. Aber davon alleine bezahlt sich so ein Gerät nicht, ne? Also wenn wir dann da 150 Hektar Zwischenfrucht machen, dann sind das gut 1000 Liter ungefähr, die wir da an Diesel sparen. Damit kriegen wir so einen Teil natürlich nicht bezahlt. Letztendlich muss man nachher die Summe des Gesamten sehen. Was bringt uns das Verfahren? Wie sieht die Zwischenfrucht aus? Wir haben natürlich auch die Vorteile, dass natürlich die Zwischenfrucht jetzt auch schneller reinkommt in den Boden, weil wir bestimmte Prozesse auslassen und überspringen. Und der optimalste Fall ist natürlich, wenn wir am Dreschen sind und wir müssen nicht das Stroh beräumen und wir haben direkt das Gerät mit auf
dem Feld und direkt, wo wir dreschen, können wir direkt eindrillen, weil dann nutzen wir die Bodenfeuchtigkeit noch aus und das wäre sozusagen der optimalste Fall der Zwischenfrucht. Also ihr seht selber, wir machen uns viel Gedanken über unser Bodenleben, über unseren Boden, über die Zukunft, über, ja, das ist sozusagen allgegenwärtig, jeden Tag unsere Arbeit. Und das ist im Prinzip immer, der Boden ist immer der Mittelpunkt unserer Arbeit. Ich glaube, ihr merkt das selber, ne? Wenn wir in einer Maschine sitzen oder so und erklären, da gibt es nicht so viel zu sagen. Die hat ein Lenkrad, die funktioniert. Aber Dinge, die in den Boden eingreifen, nicht eingreifen, die die Dinge anders machen, die sind viel, viel interessanter aus meiner Sicht. Weil mein Mittelpunkt ist immer die Pflanze, der Ackerbau, der Boden und ich, ein Trecker. Hat 4 Räder, die gibt es in jeder Farbe inzwischen. Ja, was will man dazu sagen? Ich setze mich jetzt rein, ich fahre selber mal eine Runde. Und will mal sehen, wie das Ding funktioniert. Also bis jetzt bin ich sehr positiv angetan. Ich hab mich heute Morgen preislich auch mal erkundigt, wo das Ganze ungefähr liegt. Ja, also ich will jetzt und kann keine Zahlen nennen. Sofern mir immer von den Herstellern da nichts gesagt wird, was ich sagen darf, will ich da auch immer gar nicht zu viel sagen. Also da tut mir ein bisschen leid. Da müsstet ihr euch selber ein bisschen erkundigen, wenn ihr da interessiert seid. Sind wir angekommen hier in der Kabine. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen langsamer. Ist auch relativ steinig hier. Also er hatte schon 2 Scherbolzen hier. Man muss aber auch sagen, das ist das absolut steinreichste Stück, was wir jetzt hier frei haben. Und ja, Steine so groß wie ein Kopf. Kleine Steine, aber auch so groß wie ein Smart. Also wir haben hier alles an dem Stück. Deswegen ist das mit der Direktzeit auch relativ interessant, damit man nicht so viel rausholt, beziehungsweise aber er kämmt jetzt relativ viel an der Oberfläche wieder hoch, ne? Muss man sagen. Ja, muss man sagen, das Manko, aber das haben alle Direktzeitmaschinen. Was ich eigentlich persönlich empfinde, ist, dass das Ding ganz normal auf 2 Rädern läuft. Das finde ich eigentlich auf den ganzen Drillmaschinen ganz gut, dass die auf eine komplette Packerwalze laufen, auf eine Reifenpackerwalze und so eigentlich ihr Gesamtgewicht verteilen. Hier vorne kommt ein Stein. Ich weiß gar nicht, ob ihr den seht. Da hebe ich mal ein bisschen aus. Interessant wäre natürlich, ja, wenn man noch langsamer fährt, wie sieht da die Ablage aus, wie die Bodenbewegung? Ist es denn weniger durchkämmt? Aber das, denke ich mal, gucken wir uns näher nochmal an. Wir haben nämlich ja ein Stück, habe ich ja vorhin schon erzählt, wo wir gar nicht Stroh beräumen, sondern wo wir es einfach häckseln lassen haben. Ja, und da gucken wir uns, wie gesagt, das einmal an. Bedienung habe ich mich jetzt noch nicht weiter befasst. Hier der Geschwindigkeit, denke ich mal, ist ganz klar. Die Hektar, wahrscheinlich wie viel man noch kommt, wenn man eine Saatgutmenge eingibt. Dann hier einmal die Gebläsedrehzahl und welcher Düngertank aktiv ist. Wir haben ja 3 Düngertanks, beziehungsweise 3 Saatguttanks. Dann hat er ja vorhin selber schon gesagt, man kann das sozusagen auch ein bisschen individuell machen, die ganze Sache. Hinten hätte man noch so einen für feine Sämereien zum Zwischenstriegeln. An sich eine ganz, ganz geile Sache eigentlich, ne? Also die Möglichkeiten mit dieser Art von Drillmaschinen sind ja einfach höher und größer. Nichtsdestotrotz gucken wir uns nachher das Ganze nochmal mit meiner Pronto an. Einfach nur reinschlitzen, wie sieht es am Ende aus. Also der Kollege fährt jetzt hier auf dem Stück weiter und dann treffen wir uns näher auf dem anderen Stück und dann will ich direkt parallel fahren mit der Pronto. Um am Ende einfach zu gucken, wie sieht der Feldaufgang aus. Das erfahrt ihr natürlich dann in der AKF und wie ich das mit der Pronto mache in dem ganz normalen Vlog. Entweder habt ihr es schon gesehen oder ihr werdet das noch sehen. Der Kraftstoffbedarf habe ich jetzt noch gar nicht gefragt. Können wir auch gleich mal angucken, vielleicht hat er das auch eingestellt. Wie das aussieht. Ja, man kommt auf jeden Fall gut eng rum. Ich denke, mit Zwillingsbereifung ist enges Rumholen dann doch schon schwierig. Die ist wahrscheinlich nicht zwangsläufig für Zwillingsbereifung gemacht. Ist auch hauptsächlich, ja, hat er vorhin schon gesagt, die kommt aus dem osteuropäischen Markt. Da wird sie ja seit Jahren schon in 12 Meter und 9 Meter gefahren. Und jetzt so ein bisschen für den europäischen Markt, deutscher Markt, wird das Ganze sozusagen ein bisschen,
für uns gebaut, sag ich mal. So, dann gucken wir mal hier bei den Diesel-Einstellungen, was er da hat. Jetzt ist hier Diesel, das Liter pro Stunde, ach, durchschnittlich 13 Liter. Das ist aktuell 20 Liter jetzt, wenn wir 10 km/h fahren. Wenn wir das jetzt auf Hektar umstellen. So. Sollen wir einmal. Achso, er hat anscheinend keine Arbeitsbeite drin. Nur nach Stunde. Warum funktioniert das nicht nach Hektar? Nach Hektar müsste eigentlich. Achso, weil das GPS gerade gar nicht aufzeichnet. Deswegen, weil er den Aufnahmepunkt. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, was wir da haben. Ja, ansonsten, ich bin jetzt hier eine Runde da gefahren, 18,5 Liter. Das wird sicherlich noch kombiniert ein bisschen runtergehen oder ein bisschen hochgehen, aber ich denke mal, das ist so realistisch. Ich frage ihn gleich nochmal. Also ich würde von Haus aus so den sagen, 3-4 Liter auf dem Hektar, vielleicht 5 Liter auf dem Hektar, wo der, was der tatsächliche Verbrauch letztendlich ist. Denke ich schon, so um den Dreh wird es wohl sein, 3-5 Liter auf dem Hektar. Gut. Wir sehen uns dann gleich auf dem anderen Feld nochmal, wo wir das mit dem 1 Hektar probieren und dann denke ich mal, war es das auch. Ach so, was ich gar nicht erwähnt habe, der Trecker hier vor, da ist ein Fendt 828 und der hat ja gar keine Probleme damit. Also ihr seht das ja selber, der zieht das Gerät ja so dermaßen einfach, weil es natürlich ein Direktsaatgerät ist. Also ihr seht ja auch, da ist ja kaum Bodenbewegung, ne? Also da wird ja kaum irgendwas Nennenswertes wirklich gezogen. Und was auch ganz nett ist, da oben die Zylinder, die ihr da seht, da kann man durchgucken. Tatsächlich sehe ich jetzt das Saatgut da fliegen und in die Schläuche verschwinden. Also mal, als Fahrer ist das immer ganz angenehm, wenn man immer so denkt, oh, kommt da eigentlich noch was raus? Ist der Saatgang-Tank noch was drin? Aber je nachdem, ne, gibt es natürlich auch Maschinen, zum Beispiel meine Pronto, die hat unten noch mal, bevor es in die Schläuche reingeht, tatsächlich noch mal eine Messung. Und wenn es da nicht mehr kommt, dann kann man unmittelbar anhalten, dann kommt es wirklich da nicht mehr. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier auf dem Stück angekommen. Hier habe ich jetzt 1 Hektar gestern breithäckseln lassen. Weil ich jetzt gucken will, wie das gut mit dem Stroh performt. Wenn man jetzt hier guckt, hier kann man das Stroh wegnehmen. Und was man hier natürlich sieht, Alter, hier ist so viel Wasser jetzt drin. Natürlich konserviert. Da. Ideale Bedingungen für die Aussaat. Wenn wir jetzt hingegen gucken, wo der Mähdrescher ein- oder ausgesetzt hat, hier eingesetzt hat, keine Bedeckung. Da. Seht ihr? Auch noch feucht, aber abgetrocknet an der Oberfläche. Daran seht ihr einfach, wie doch oberflächlich eine Masse, eine Organik schützt, dass das nicht verdunsten kann. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze an, noch mal einmal kurz, wie das aussieht. Dann gucken wir natürlich in der AKF uns das an. Wie war der Feldaufgang von dem Ganzen? Ja. Und dann sehen wir gleich weiter. Man muss aber sagen, wenn er relativ schnell fährt, macht das Ding doch viel Bodenbearbeitung. Sieht fast aus wie ein flacher Getreidestoppelsturz. Ja, wenn man das hier jetzt guckt, jetzt liegt natürlich nicht mehr die ganze Organik an der Oberfläche, sondern sie ist teilweise hier sogar gemischt. Das ist natürlich jetzt im Seiten der Direktsaat nicht so gewollt, ne, da das hier so gemischt ist. Das soll tatsächlich eigentlich so ein bisschen unberührt aussehen. Wenn wir jetzt gleich vielleicht mal zeigen, dass er mal ein bisschen langsamer fahren soll, dann sieht das vielleicht noch ein bisschen besser aus, das Ergebnis. Weil hier haben wir oben drauf wirklich eine schöne Strohschicht und wenn ihr seht, die ist hier so ziemlich weg. Weil wenn er jetzt vorbeifährt, sieht man auch, dass er viel. Er guckt gerade nicht. Jetzt ist er schon ein bisschen langsamer gefahren. Jetzt sieht das Ergebnis schon ein bisschen besser aus. Ja,
Ja, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus, wenn man hier jetzt guckt. Hier ist ein bisschen mehr Stroh. Ist hier noch alles an der Oberfläche. Wir wollen halt nicht dieses Durchmischen haben, ne? Hier, genau. Ja. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Hat er, glaube ich, eben selber gemerkt, da er zu schwungvoll war oder beziehungsweise falscher Tempomat. Jetzt stehe ich da, glaube ich, da hinten gerade ein bisschen im Weg. Ja, sieht ein bisschen besser aus, definitiv. So, Leute, wie das ganze Ergebnis aussieht, das sehen wir hinterher in der AKF und bestimmt mal in den Vlogs. Und ich mache mich jetzt auf den Weg und mache meinen Versuch. Das werdet ihr sicherlich schon in den Vlogs gesehen haben oder werdet das noch in den Vlogs sehen. Ich werde nämlich jetzt auch einen Teil versuchen in Direktsaat. Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie das Ergebnis aussieht, ob ich das überhaupt ein paar mehr Hektar machen kann, ohne Grubber. Das heißt, ich mache so viele Clips rein, dass der Grubber nicht runter geht und dann nur hier einmal aufschlitzen und einsehen. Bin gespannt, ob das überhaupt klappt, so wie ich mir das vorstelle. Das Ganze seht ihr aber bestimmt in einem, oder seht ihr in einem anderen Video. Ich sage danke, dass ihr euch wieder zugeschaut habt. Kleine Vorstellung, Amazone Primera. Interessante Technik, definitiv. Wir warten mal das Ergebnis ab und dann können wir mal weitersehen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Guess it's my prepayment.